Hallo und ein herzliches Willkommen zur Selbstmanagement Rocks Show. Der Show, die deine Produktivität boosten und dir wieder mehr Zeit für dich und für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bringen wird. Willkommen heißen möchte ich auch all jene, die das im Replay sehen, hier auf Facebook oder auf YouTube oder eben das Ganze im Podcast hören. Selbstmanagement Rocks Show hört sich sehr, sehr spannend an. Wird ab jetzt jeden Samstag um 9 Uhr herauskommen, zumindest die nächsten paar Wochen einmal. Ich werde das testen, eine Woche könnte vielleicht ausfallen, aber schauen wir mal, wie das bei euch ankommt und ja, bin schon gespannt auf euer Feedback. Was ich auf alle Fälle vorhabe, ist das Ganze ein wenig interaktiver zu machen. Also wenn du irgendein Selbstmanagement-Problem hast, wenn du sagst, ich will irgendwas erreichen, ich will irgendwas umstellen, ich habe eine Frage, dann lade ich dich herzlich ein, komm doch zu mir in der Show. In die Show, wir können das hier interaktiv machen. Wie das Ganze funktioniert, wenn du Interesse hast, schreib mir einfach an office@thomas-mangold.com, dann werde ich dir das sehr, sehr gerne verraten. Ja, hallo Benjamin, freut mich, dass du dabei bist. All jene, die hier im Chat sind, können sich natürlich sehr, sehr gerne via Kommentar melden, also auf Facebook. Was sind die Themen dieser heutigen Facebook-Live-Show? Wir werden uns die drei größten Ausreden aller Zeiten ansehen. Das wird mal sehr, sehr spannend. Ich habe einen Tool-Tipp für euch mitgebracht. Ich möchte jede Woche auch einen Tool-Tipp hier veröffentlichen. Was das sein wird, verrate ich jetzt noch nicht. Das zweite Hauptthema, heute gibt es zwei Hauptthemen. Im Normalfall wird es nur ein Hauptthema geben. Und dann eben ja entweder jemanden, der hier ein größeres Selbstmanagement-Problem hat und das mit mir gemeinsam lösen will, live in der Show. Oder wir werden einfach eine FAQ-Session machen. Aber heute zum Start dieser Show habe ich mir zwei Themen überlegt. Zweites Hauptthema wird heute sein, 7 Gründe, warum du starten solltest, bevor du bereit dazu bist. Ja. Dann wird es noch einen Tipp der Woche geben, das ist diesmal ein Buchtipp und eine FAQ-Session hinten dran wird es auch noch geben. Ja, guten Morgen Andreas, freut mich, dass du wieder dabei bist. Starten wir aber mal mit der Frage der Woche. Ich werde jede Woche eine spannende Frage stellen und heute die Frage, die ich dir stelle, heißt, wie oft drückst du die Snooze-Taste auf deinem Wecker, wie oft drückst du die Snooze-Taste in der Früh auf deinem Smartphone? Ja, kommentier mal, ist das einmal, ist das keinmal, ist das öfters? Ja, bin schon gespannt auf eure Antworten, was da herauskommt. Also, wie oft drückst du da drauf? Sei mal ehrlich zu dir selbst, im Schnitt zumindest. Ja, wird vielleicht jeden Tag anders sein, aber vielleicht gibt es im Schnitt irgendeinen ja, Wert, wo du sagen kannst, ja, einmal, zweimal, dreimal, zehnmal, keine Ahnung. Ja, werden wir sehen, bin gespannt, was da herauskommt. Starten wir jetzt aber gleich mal mit dem ersten Thema der Woche und zwar die drei größten Ausreden aller Zeiten. Ja, zumindest die drei größten Ausreden aller Zeiten, wenn es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, wenn es um das Thema Zeitmanagement geht, wenn es um das Thema Selbstmanagement geht. Und diese Ausreden sind im Prinzip der größte Feind der Motivation. Ja, und Ausreden erkennen, das ist gar nicht so schwer. Du musst da nur darauf achten, was sagst du denn da immer oder welche Sätze sagst du zu dir selbst in deinem Kopf. Ja? Und das kann sein, zum Beispiel, ich konnte das nicht machen, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Oder ich kann nicht erfolgreich sein, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Oder ich würde ja gerne, aber, Punkt, Punkt, Punkt. Das sind so Dinge, die sehr, sehr spannend sein könnten. Also immer, wenn du solche Sätze sagst wie weil oder wie aber, dann ist das schon mein erstes Warnsignal, dass es sich da um eine Ausrede handeln könnte. Starten wir gleich mit der Ausrede Nummer 1. Allerdings, ja, die Siri schreibt einmal, ja, einmal, das ist gerade noch okay. ja, Ausrede 1. Ich hatte keine Zeit oder ich habe keine Zeit, mich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Selbstmanagement, mit Zeitmanagement zu beschäftigen. Eins gleich mal vorweg, Zeitmangel ist niemals eine Entschuldigung. Ja. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit dafür, dann heißt das im Prinzip nichts anderes, wie als es ist mir nicht wichtig genug. Ja, es ist mir nicht wichtig genug. Du hast deine Unproduktivität noch nicht genug, um wirklich etwas dagegen tun zu wollen. Und ich gebe dir jetzt ein Beispiel mit auf dem Weg, wohlgemerkt ein sehr, sehr hartes Beispiel, aber es ist eins, wie du die Ausrede Zeitmangel ja eliminieren kannst. Ja, und zwar stell dir vor, dir hält jemand eine Waffe an den Kopf. Ja, und sagt, ab sofort hast du 2 Monate Zeit, dein Ziel zu erreichen. Schaffst du es nicht, komme ich wieder, halte die Waffe wieder an den Kopf und drück ab. Schaffst du es, siehst du mich nie wieder. Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr harte Metapher. Aber für viele Raucher zum Beispiel, die dann die Diagnose Lungenkrebs bekommen,
ist das meistens so eine Waffe, die an den Kopf gesetzt wird. Und der Arzt sagt dann, wenn Sie nicht mit dem Rauchen aufhören, war es das. Und ich kenne viele, viele Menschen, ja, oder viele, viele zum Glück nicht, aber doch einige in meinem Umfeld, die das dann geschafft haben, die bei dem Arzt rausgegangen sind und nie wieder eine Zigarette angegriffen haben. Weil es plötzlich Priorität Nummer 1 wurde. Ja, und wenn du dein Zeitmanagement, dein Selbstmanagement verbessern willst, dann muss es vielleicht nicht Priorität Nummer 1 sein, aber doch zu den oberen 3 Prioritäten gehören. Sonst wird es nicht funktionieren. Und nimm diese Waffe einfach als Symbol für ein drohendes Burnout oder weil sich dein Ehepartner vielleicht sonst von dir trennen will, wenn du nicht mehr Zeit für ihn hast. Oder weil ich der Chef raushauen will, weil du nicht produktiv genug bist, nicht schnell genug bist, nicht ordentlich genug bist. Oder der drohende Konkurs deines Unternehmens steht an vielleicht. Ja, das können so Dinge sein, die dann das auf der Prioritätenliste nach oben kommen lassen. Aber der Sinn und Zweck muss ja sein, es gar nicht so weit kommen zu lassen, dass mir erstmal jemand eine Waffe ansetzt, sondern dass ich selbst und eigenständig nach oben setze auf die Prioritätenliste und damit wieder sehr, sehr gut auskomme. Also das ist mal der erste wichtige Punkt, die erste Ausrede. Ich habe keine Zeit, die haben wir dann hoffentlich eliminiert. Ausrede Nummer 2. Ja, ich würde gerne, aber ich weiß nicht wie. Ja, gehen wir wieder aufs Beispiel Selbstmanagement. Du kannst jetzt Selbstmanagement mit allem, was du so erreichen willst, austauschen, das Wort. Ja, aber im Selbstmanagement, ich weiß nicht, wie ich mein Selbstmanagement verbessern soll, ja, dann kannst du, 2 Möglichkeiten hast du dann. Entweder du suchst dir selbst auf YouTube-Videos zusammen, du suchst dir Bücher heraus, du machst das autodidaktisch und versuchst das selbst zu machen, oder du nimmst eben so eine Plattform wie Selbstmanagement Rocks zur Hand, wo du alles kompakt hast und wo das schon für dich aufbereitet ist und wo du es schnell umsetzen kannst. Ja? Welche Variante du wählst, bleibt dir überlassen, aber wähl eine Variante. Ja? Also die Ausrede, ich weiß nicht wie, gerade jetzt im Internetzeitalter, wo ich schon fast alles im Internet recherchieren kann, gilt die eigentlich kaum noch. Vor 20 Jahren vielleicht, sage ich, okay, da ist man vielleicht nicht so leicht an alle Informationen gekommen, die man gebraucht hätte, aber heute kann das auf gar keinen Fall mehr eine Ausrede darstellen. Also, damit hätten wir auch die Ausrede, ich würde gern, aber ich weiß nicht wie, eliminiert. Und jetzt zur dritten Ausrede, ja, es ist mir zu teuer. Ja, Fortbildung ist meistens teuer. Ja, gerade wenn du Seminare besuchst, wichtige, oder wenn du große Fortbildungen, große Kongresse besuchst, dann gibt es da meistens Tickets, die mindestens im mittleren dreistelligen Bereich anfangen und im oberen vierstelligen Bereich aufhören können. Ja, das ist ganz einfach einmal so. Aber da mit absoluten Zahlen zu arbeiten, ja, das ist alles andere als sinnvoll. Ich kann nicht sagen, 100 Euro ist teuer, 1000 Euro ist teuer, 10.000 Euro ist teuer. Ja, für dich in deinem Verhältnis zu deinem Einkommen kann sein, dass 10.000 Euro teuer ist. Für einen Millionär wird 10.000 Euro wieder nichts sein. Ja, aber arbeite hier trotzdem nicht ab mit absoluten Zahlen. Was viel, viel wichtiger ist, ist, dass du deinen Input, nämlich das, was du bezahlen musst, mit dem Output, den du zu erwarten hast, vergleichst. Ja? Wenn mir jemand sagt, Thomas, du zahlst 10.000 Euro und ich verdopple dein Einkommen, ja, dann werde ich ihm die 10.000 Euro vermutlich zahlen. Ja, keine Frage, zumindest wenn er seriös ist und wenn er das auch beweisen kann. Ja? Oder auch im Selbstmanagement wieder. Ja? Selbstmanagement Rocks kostet im Moment 600 Euro. Wenn dich diese Kurse weiterbringen, ja, wenn du dir im ersten Quartal zum Beispiel nur eine Stunde pro Woche an Zeit einsparst, im zweiten Quartal schon 5 Stunden pro Woche und ab dem dritten Quartal dann 10 Stunden pro Woche, dann sind das 312 Arbeitsstunden im Jahr, die du dir an Zeit einsparst. Ja? Und selbst wenn du nur 10 Euro Stundenlohn hast, hast du einen Zeitgewinn von 3.120 Euro. Verglichen mit den 600 sind das jetzt nicht viel. Und wenn du einen Stundenlohn von 20 Euro hast, sind das schon 6.240 Euro. Verglichen mit den 600 Euro wieder nicht viel. Ja? Also man muss das immer abwägen. Ja, und ich habe Beispiel aus meinem Leben, sage ich ganz ehrlich, ich habe mehrere hochpreisige Produkte gekauft, ja? Über 1.000 Euro, also im vierstelligen Bereich, eines auch weit über dem vierstelligen Bereich. Und eines muss ich schon sagen, wenn ich so einen Udemy-Kurs um 20 Euro kaufe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den kaufe und vielleicht mal kurz reinschaue oder nie wieder reinschaue, relativ hoch. Wenn ich ein Produkt um 5.000 Euro kaufe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr hoch, dass ich das auch vom ersten bis zum letzten Punkt durchziehe, was mir der dort erklärt. Und das hat einen zusätzlichen Lerneffekt natürlich. Ja. Also, die Ausrede, es ist zu teuer, die ist damit hoffentlich auch entkräftet. Also, ändere da ganz schnell dein Mindset.
Sonst wirst du ewig auf der Stelle treten und das ist alles andere als schön, denke ich. Ja, so viel zu den Ausreden hier und heute. Verzichte auf Ausreden und schau, dass das so schnell wie möglich aus deinem Leben verschwindet. Je weniger Ausreden du verwendest, umso erfolgreicher wirst du werden. Ja, hallo Maria, hallo Tom. Freut mich, dass ihr mit dabei seid. Vielleicht da gleich nochmal, habt ihr Lust, die Frage der Woche zu beantworten? Wie oft drückst du den Snooze-Button, Tom oder Maria, auf eurem Smartphone oder auf eurem Wecker? Schreibt's mal in die Kommentare, würde mich interessieren, wie das bei euch ausschaut. Ja, soweit also der erste Part hier. Und natürlich dürfen auch alle anderen reinschreiben, wie oft sie den Snooze-Button drücken. Die Siri hat sich schon getraut, die anderen sind noch etwas schüchtern. Tom schreibt nie, sehr brav, Tom. Ja, du bist halt vorbildlich, ich kenne dich ja. Coole Sache. Ja. So, jetzt will ich euch einen Tipp der Woche vorstellen. Ich habe gesagt, auch die Susanne schreibt nie. Ja, wir sind sehr, sehr fleißig, sind die Leute hier. Es dürfen sich aber auch jene schreiben trauen, bei denen dann 3 oder 4 steht. Ja. Aber gut. Nichtsdestotrotz möchte ich euch jetzt hier mal den Tipp der Woche vorstellen. So, Momentum, Tipp der Woche. Und zwar heißt dieser Tipp der Woche Momentum. Ja, Momentum ist eine Browser-Erweiterung. Du siehst sie hier, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, wo ich den Mauszeiger habe. Für den Chrome-Browser gibt es auch für andere Browser natürlich. Und ich finde diese Browser-Erweiterung recht cool, denn das, was du hier jetzt auf dem Bildschirm siehst, die Uhrzeit, da steht dann Good Morning Thomas, ist in Englisch, aber das macht ja nichts. Und dann steht da, What is your main focus for the day? Also was ist dein Hauptfokus? Was ist die wirklich wichtigste Aufgabe des Tages? Ja? Und da könnte ich jetzt für mich hier Facebook Live Show reinschreiben. Das ist heute meine wichtigste Aufgabe des Tages. So. Und dann habe ich die da drin und wenn ich die erledigt habe, dann kann ich die hier abhaken. Das ist das eine coole Ding. Dann gibt es hier meistens noch sehr, sehr motivierende Zitate, die ich auch sehr, sehr cool finde hier unten. Dann kannst du hier Links speichern, wenn du das willst. Ja, ich habe hier mal den Gmail-Link abgespeichert. Hier kannst du alle Links speichern, die du willst. Also es dürfen natürlich nicht zu viel sein, aber es geht. Ja. Und dann hast du hier unten noch To-Dos, die du eintragen kannst. Also ich könnte jetzt noch sagen, Mails abarbeiten hier unten eintragen, dann habe ich hier das To-Do stehen, das kann ich dann auch wieder abhaken, wenn ich es erledigt habe. Ja. Und dann habe ich hier oben noch das Wetter und der Ort, wo ich mich befinde. Und das ist wirklich sehr, sehr cool, weil immer wenn du jetzt ein neues Browser-Tab hier aufmachst, dann kommt diese Momentum-Erweiterung und du siehst hier sofort den Focus of the Day. Du siehst die Zeit, du siehst den Focus of the Day, du siehst die To-Dos, die du noch zu tun hast. Alles auf einen Blick und das finde ich wirklich, wirklich cool und ich hack das jetzt hier mal ab. Also, ich habe das erledigt, super, passt, alles gut. Ja, also diese Browser-Erweiterung ist für mich ein cooles Tool, weil da immer wieder drin steht, auf was muss ich mich denn heute fokussieren und weil es auf die wirklich wichtigen Dinge ankommt. Ja, wenn du da die Plus-Variante nimmst, die kostet dann 2,50 Euro im Monat, kannst du noch solche Sachen wie machen, wie zum Beispiel mit dem Todoist das verknüpfen, schönere Fotos sehen, was personalisieren auf dich selbst, deine Favorite Quotes, also die favorisierten Zitate und so weiter dir ansehen und vieles, vieles mehr. Also ist wirklich ein cooles Tool, das ich dir nur sehr ans Herz legen kann und das wirklich cool ist und deine Produktivität boosten wird. Soweit zum Tipp der Woche. Ja, guten Morgen Andrea, der Tom schreibt, war schon super aus, ja, finde ich auch. Ja, Maria, gut, dass du jetzt weißt, wie kalt es in Wien ist. Ja, es ist heute nicht so warm draußen. Aber nichtsdestotrotz. Also, Tipp der Woche. Ich hoffe, der ist hilfreich für euch gewesen. Und damit lass uns weitergehen zum zweiten Hauptteil dieser heutigen Live-Show hier auf Facebook, nämlich 7 Gründe, warum du starten solltest, bevor du bereit dazu bist. Ja, da fehlt jetzt ein Beistrich, aber den nehmen wir jetzt nicht ganz so ernst. Also, warum sollte man beginnen, bevor man sich bereit fühlt? Was hat das für Vorteile? Wovon kann man profitieren? Und ich werde auch ein paar Praxisbeispiele natürlich bringen hier. Der Grund 1 ist, warum du beginnen solltest, bevor du bereit dazu bist, ist, du wirst niemals ganz bereit dazu sein oder du wirst dich niemals ganz bereit fühlen.
Es gibt immer irgendwas, was du wahrscheinlich noch besser machen kannst, immer etwas, was du noch lernen kannst, immer wieder neue Erkenntnisse. Aber eins ist klar, irgendwann musst du sowieso starten. Und warum nicht früher als später? Ja? Der Tom hier ist übrigens ein gutes Beispiel, Tom Oberbichler, der hat jetzt da seine Membership gestartet. Tom erklärt den Menschen, wie man Bücher schreibt und das noch sehr, sehr erfolgreich noch dazu. Tom, vielleicht magst du den Link zu deinem Membership in die Kommentare posten. Das ist ein sehr, sehr spannendes Produkt und ja, der Tom hat sich sicherlich noch nicht ganz bereit für die Membership gefühlt, denke ich mal, hat es aber trotzdem gestartet. Ja, und das ist schon mal cool und da sind schon jede Menge coole Dinge drinnen und kommen wöchentlich welche dazu. Ich hoffe zumindest, dass du nicht ganz dich bereit gefühlt hast. Ja, oder ein bisschen unsicher warst zumindest, Tom. Ja. Aber ja, das sind natürlich coole Sachen. Und diese Live-Show auch hier als Beispiel. Ja, ja klar, ich habe mich ehrlich gesagt ein wenig auf die Suche nach einem anderen Tool begeben, wo ich das vielleicht dann noch auf YouTube gleich live streamen kann und so weiter und so fort. Aber nein, ich starte jetzt einmal mit dem Tool, das ich kenne, mit eCam Live hier. Und dann kann ich noch immer technisch aufrüsten, dann kann ich das noch immer technisch besser machen. Ja. Und es gibt noch vieles zu verbessern. Also ich hätte jetzt noch eine Sprachausbildung machen können, ich hätte noch eine, weiß ich nicht, Blickkontaktausbildung machen können, ich hätte noch vieles andere machen können, bevor ich starte. Aber nein, ja, sicherlich fühle ich mich nicht ganz bereit dazu, aber raus damit. Einfach los. Ja. So, der Tom hat jetzt reingeschmissen, die Adresse www.mission-bestseller.com/MBC, Martha, Bertha, Cäsar, für alle, die das dann im Podcast hören, kann ich nur allen sehr ans Herz legen, die ein Buch schreiben wollen. Also, kommen wir jetzt zu Grund 2. Ja. Und Grund 2 lautet, man bekommt sehr schnelles und sehr wertvolles Feedback. Ja. Warum? Ganz einfach, wenn man etwas auf den Markt bringt, wie diese Live-Show, ja, und die Leute finden das dann eben gut oder sie finden es nicht gut. Ja, das sind die zwei Möglichkeiten. Und wenn man um Feedback bittet, dann kann man die in das Produkt einfließen lassen. Also hinterlass mir jetzt gleich mal in den Kommentaren Feedback, was würdest du besser machen, was würdest du dir von dieser Show wünschen. Wenn du jetzt gerade nicht live bist oder nicht auf YouTube oder Facebook unterwegs bist, sondern im Podcast, dann mail mir einfach an office@thomas-mangold.com und sag mir, was würdest du dir wünschen, was würdest du besser machen, was soll ich anders machen, ja, was kann ich verbessern. Schreib mir das ganz einfach, würde ich sehr, sehr spannend finden. Und aufgrund dieser Erfahrungen, die du dir damals jetzt mit auf den Weg gibst, kann ich dieses Produkt, diese Selbstmanagement-Show weiter verbessern und vorantreiben. Das könnte ich nicht, wenn ich nicht damit gestartet hätte. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger zweiter Grund. Der dritte wichtige Grund lautet, Firmen machen es genauso. Ja, wie oft hast du in der Softwarebranche zum Beispiel schon gehört, wir machen jetzt eine Beta-Version. Eine Beta-Version ist ja nichts anderes als eine Version, die noch sehr, sehr fehleranfällig sein kann, aber wir bringen sie jetzt auf den Markt, um eben diese Fehler ausmerzen zu können, um Feedback zu bekommen, ja, damit das wirklich besser werden kann. Ja, Videokurse, Software, Filme teilweise sogar oder Produkte werden einfach mal auf den Markt geworfen und geschaut, okay, was bekommen wir da für Feedback? Und das ist natürlich was Cooles und dann wird das Ganze verfeinert und verbessert. Also auch eine sehr, sehr coole und sehr, sehr wichtige Sache. Grund Nummer 3. Du verlässt deine Komfortzone. Wenn du dich zu etwas nicht bereit fühlst, es aber trotzdem startest, dann ist das natürlich eine Herausforderung. Und du trittst dann von der Komfortzone in die Lernzone ein. Und dort wirst du viele, viele Erfahrungen sammeln, die dir auch später bei ganz anderen Dingen sehr, sehr viel nutzen werden. Es wird deine Persönlichkeit erweitern und zukünftig neue Herausforderungen, ja, denen wirst du mit wesentlich mehr Selbstvertrauen gegenüberstehen. Ja, es hilft dir also dabei, besser zu werden, wenn du startest, bevor du bereit dazu bist. Auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Grund Nummer 5. Meist ist es einfacher, als man denkt. Ja, man fängt komplizierte Dinge. Wenn man vor etwas so ein bisschen ja, Angst oder Unsicherheit, besser gesagt, ausstrahlt, ja, dann beginnt man sehr, sehr viel drüber nachzudenken. Was könnte denn alles passieren? Wo könnten Probleme auftauchen und so weiter? Und man zerdenkt das dann viel zu sehr. Und das hemmt oft die Produktivität wahnsinnig. Und das ist auch gar nicht notwendig. Ja? Also zerdenk die Dinge nicht, sondern los, raus damit, geh mal. Und wenn es schief geht, geht es schief. Ja, wenn diese Facebook-Live-Show schief geht, dann geht es schief. Dann haben wir jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, 100 Leute sind jetzt dabei gewesen ungefähr. Verschiedene, die das Video jetzt gesehen haben, schätze ich. Ja,
Manche haben wieder abgedreht, manche sind seit den Beginnern dabei, aber dann haben halt 100 Leute jetzt den großen Misserfolg dieser Facebook-Live-Show gesehen. Na, um Gottes Willen. Ja. Der Alf Beuer hat das mal schön gesagt. Alf Beuer ist ein österreichischer Song Contest-Starter. Auf die Frage, ob er nicht Angst hat, sich beim Song Contest zu blamieren. Ja, das war ein relativ lustiges, kabarettistisches Lied, das er da gebracht hat. Hat er gesagt, ach, wissen Sie, wenn all die Leute, die beim Song Contest zuschauen, ja, wenn die alle in den Atlantik springen, hebt sich der Wasserspiegel nicht mal um einen Zentimeter. Also what chance, was soll's. Ja, finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend, dieses Zitat. Und ich denke, nach dem sollte man viel, viel mehr vorgehen. Ja. Grund Nummer 6, du wirst zum Problemlösungsprofi. Klar, wer schnell von der Planung in die Umsetzung geht, der wird vermutlich auf Probleme treffen. Aber du wirst lernen, diese Probleme zu lösen. Ja? Und zu starten, bevor du dich bereit dazu fühlst, heißt ja nicht, die Planung komplett zu vernachlässigen. Also das ist ja nicht was ich damit sagen will. Du sollst ja jetzt nicht gar nicht planen und einfach jetzt hier auf Live klicken und vollkommen unvorbereitet irgendwie was tun. Das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Sache. Klar muss geplant werden, aber nicht ewig planen und nicht bis ins kleinste Detail planen. Ja? Und irgendwann wirst du eben lernen, diese Probleme zu lösen, schnell zu lösen und damit wird dein Selbstvertrauen noch stärker. Was noch cooler wird und noch spannender wird, denke ich. 7. Grund, das Momentum. Ja, wenn du schnell startest, dann verwandelst du deine Emotionen in Energie. Und gerade zu Beginn sind viele, viele positive Emotionen meistens in den Projekten drin. Und diese lassen dann mit der Zeit vermutlich ein wenig nach. Ja, da komme ich jetzt gleich wieder auf ein Beispiel von Tom und seinem Mission Bestseller Club. Ja, wie viele haben schon mal mit dem Buchschreiben begonnen? Extrem viele. Also ich kenne in meinem Umfeld extrem viele, die so ein paar Blätter zumindest schon in der Schublade haben und die schon begonnen haben zu schreiben. Dann wieder pausiert haben, dann wieder weiterschreiben, dann wieder pausiert haben und irgendwann ist das dann vielleicht eingeschlafen. Das ist kein Momentum. Wenn ich sage, ich will ein Buch schreiben, dann bin ich emotionalisiert von dieser Idee, dann tragt mich diese Idee. Aber dann muss ich schauen, dass ich so schnell wie möglich in die Gänge komme, so schnell wie möglich dieses Buch auch dann schreibe. Weil irgendwann lässt der Anfangsenthusiasmus natürlich nach. Das ist ganz normal, das ist in jedem Projekt so, glaube ich. Ja. Bei manchen lässt das sehr nach, bei manchen einfach nur ein bisschen nach, das ist natürlich dann schöner. Aber irgendwann ist dieser Anfangsenthusiasmus weg. Also nimm doch möglichst viel Momentum von diesem Anfangsenthusiasmus mit, indem du schnell in die Umsetzung gehst. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die du auf gar keinen Fall vernachlässigen musst. Also verwandle diese Energie, die du am Anfang hast, in einen Workflow und leg gleich los und starte damit durch. Ja, aus dieser Handlung entsteht dann meistens etwas Wertvolles für die Klienten, für die Kunden und das Buch ist dann irgendwann fertig und super und passt und dann hast du das gemacht. Ja, wenn du jedes halbe Jahr 2 Seiten von deinem Buch schreibst, dann wirst du vermutlich, ja, dann wird das Thema wahrscheinlich nach 20 Jahren schon so veraltet sein, dass du das ganze Manuskript wegschmeißen kannst. Also auch das hat ja in der Regel keinen Sinn. Ja, also hier ganz unbedingt das Momentum nutzen, ist auch eine wichtige Sache zu diesem Thema. Und der 8. und letzte Grund, du bist schneller fertig. Ja, hört sich einfach an, aber wer früher anfängt, der ist in der Regel auch schneller fertig. Das beste Beispiel dafür ist wiederum Sir Richard Branson. Ja, all seine Firmen entstanden sehr, sehr schnell und ohne lange Planungen. Das heißt jetzt nicht, dass er planlos vorging. Er hat nur nicht lang geplant oder er hat nur nicht bis ins letzte Detail gebracht. Und Richard Branson ist ein extrem cooles Beispiel dafür, dass man extrem schnell Entscheidungen treffen kann und extrem erfolgreich Entscheidungen treffen kann. Ja, das gleiche gilt übrigens für Elon Musk. Ja, man kann den Elon Musk jetzt mögen oder nicht mögen als Person, aber wie schnell der Entscheidungen trifft und wie schnell der die Dinge voranbringt und wie schnell der die Dinge entwickelt, auch in einem Riesenunternehmen, was ja noch viel, viel schwerer ist, das ist schon extrem cool. Ja. Und ja, andere würden vielleicht noch immer an Virgin Records herumdeckern. Das war die erste Firma, die da Richard Branson aufgemacht hat. Ja, das waren damals noch diese alten, schönen Vinyl-Schallplatten. Ja, ja, wenn der ja bis vor 15 Jahren daran herumgedoktert hätte, na, dann wäre eh schon die CD gekommen und dann das Internet-Streaming, Musik-Streaming. Erledigt wäre es gewesen mit dieser Idee. Ja, also du siehst, Speed matters, also Geschwindigkeit, da kommt schon drauf an. Ja. Das heißt, was kannst du als Fazit von diesem Ganzen mitnehmen? 7 Gründe, warum du starten solltest, bevor du vorbereitet dazu bist. Plane ordentlich, aber starte trotzdem sehr, sehr schnell mit deinen Projekten. Das ist das Feedback, das ich dir hier geben will. Ja,
Jetzt habe ich noch einen Tipp der Woche für dich. So viel dazu. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann die natürlich sehr, sehr gerne jetzt in den Kommentaren reinschauen. Dann probiere ich die gleich zu beantworten. Wir kommen aber dann hinten nach noch zur FAQ-Session. Da habe ich eine Frage im Vorfeld schon zugesendet bekommen. Die werde ich dann beantworten und kann dann natürlich auch eure beantworten. Aber jetzt vorerst noch, fragen wir nochmal, wie oft drückst du denn den Snooze-Taste? Vielleicht sind ein paar neue hier. Die Snooze-Taste auf deinem Smartphone oder auf deinem Wecker. Schreib mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie oft du das tust. Ja, und jetzt kommen wir hier, zum Tipp der Woche 2. Und dieser Tipp der Woche 2 ist einfach ein Buch. Ja, und dieses Buch heißt Der stille Raub. Ja, das ist von Gerald Hörhan. Das ist ein österreichischer Immobilien-Tycoon. Er macht sehr, sehr viel im Immobilien, aber hat auch eine Firma jetzt gegründet oder einen Universitätslehrgang gerade gegründet über Digitalisierung. Ja, und der hat eben dieses Buch Der stille Raub geschrieben, wie das Internet die Mittelschicht zerstört und was Gewinner der digitalen Revolution anders machen. Ja, ich verlinke das Buch dann nachher noch in den Kommentaren, ist überhaupt kein Problem. Aber was er darin beschreibt, ist ganz einfach sehr, sehr spannend. Unsere Welt ist in einer der größten Veränderungen seit der Industrialisierung. Ja, heute gibt es hunderttausende Jobs, die wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben. Und das zu wissen, ist schon sehr, sehr spannend. Ja, vor allem, wenn du noch jung bist eher, also wenn du jetzt schon, 50 bist, wird dich das wahrscheinlich nicht mehr betreffen, aber wenn du 30, 20 bist, dann wird dich das alles noch betreffen und dann ist es sicherlich spannend, welche Jobs haben Zukunft und welche Jobs haben keine Zukunft. Ja, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit diesem Thema, habe auch sehr, sehr viel dazu gelesen, aber so Jobs wie Chauffeure oder Servicepersonal in Restaurants oder Einzelhandelsangestellte, aber auch Sachbearbeiter, die werden es in einigen Jahren sehr, sehr schwer haben, weil die werden schlicht und einfach nicht mehr gebraucht werden. Ja, die Chauffeure werden durch selbstfahrende Auto ersetzt werden, die Kellner werden durch Roboter ersetzt werden, ja, und so weiter und so fort. Und immer wenn ich das sage, oder wenn ich mit Freunden darüber diskutiere, sagen die, ach, das dauert ja noch 20, 30 Jahre. Nein, dauert es nicht. In Japan ist das mittlerweile schon der Fall. Da gibt es schon ganze Restaurantketten, die nur noch mit Robotern als Servicepersonal arbeiten. Also es kommt auf uns zu. Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis es bei uns ist, aber es kommt auf uns zu. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, dieses Buch hier zu lesen, das wirklich, wirklich gut ist zu diesem Thema und das dir ein wenig die Augen öffnen soll, was da überhaupt auf uns zukommt. Ja, also, das ist der Tipp der Woche, der stille Raub, wie das Internet die Mittelschicht zerstört und was Gewinner der digitalen Revolution anders machen. Kann ich dir nur sehr, sehr ans Herz legen. Gibt es als Kindle-Version, als Hörbuch und als Buch natürlich. Verlinke ich dann alles noch in den Kommentaren. Beziehungsweise in den Shownotes beim Podcast, beziehungsweise auf YouTube unter dem Video. Ja, und jetzt da habe ich Zeit für deine Fragen. Wenn du irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen hast, dann schreib die jetzt einfach mal rein. Eine Frage habe ich schon vorher bekommen. Muss man neue Gewohnheiten wirklich 30 bis 60 Tage lang ausführen oder wird da ein Drama drum gemacht? Also in dieser Frage geht es einfach darum, wenn ich eine neue Gewohnheit habe, dann heißt das ja immer und überall 30 bis 60 Tage diese neue Gewohnheit täglich ausführen, dann ist sie irgendwie irgendwann so natürlich wie das tägliche Zähneputzen. Und ja, das ist so, da wird kein Drama drum gemacht. Ja. Wenn du das täglich ausführst, dann ist das wirklich besser so. Ich habe jetzt schon einige Leute zum Sport begleitet, also die total unsportlich waren, hin zum Sport begleitet. Und das Geheimrezept ist nicht, dass du einmal 8 Kilometer läufst und dann 4 Tage den Muskelkater auskurierst, sondern dass du einfach täglich Sport machst, um Sport zur Gewohnheit werden zu lassen. Ja? Das heißt, mach täglich 5 Minuten Sport. Ja? Lauf einmal um den Häuserblock und mach noch zum Beispiel ein paar Liegestütze auf Knien. Aus. Gut. Fertig. Ja. Morgen läufst du wieder einmal um den Häuserblock und machst noch 10 Kniebeugen. Dann läufst du wieder um den Häuserblock und machst, weiß ich nicht, ein paar Sit-Ups und dergleichen mehr. Aber das täglich für 30 bis 60 Tage lang. Und wenn du das tust, dann wirst du nach 30 bis 60 Tagen lang ganz automatisch, ja, vor allem wenn du es immer zur selben Zeit tust, was ich noch ganz nebenbei empfehle, ja, ganz automatisch deine Sportbekleidung anziehen und Sport machen. Jetzt musst du natürlich nicht alles oder bei allen Gewohnheiten kann man nicht 30 bis 60 Tage das täglich machen. Das funktioniert halt einfach nicht. Ja, auch kein Problem, nur ist dann der Zeitraum wesentlich länger, ja, den du da umsetzen musst. Ja. Wesentlich länger, das heißt, wenn du sagst, ich will nur zweimal wöchentlich was machen und willst zur Gewohnheit machen, dann wird es vielleicht
4 Monate, 5 Monate dauern, bis du das umgesetzt hast. Also das ist der kleine Unterschied. Es ist nicht unmöglich, aber es funktioniert auch. Das vielleicht als Feedback zu dieser Frage. Ich empfehle auf jeden Fall täglich. Ja, danke Tom, auch dir ein schönes Wochenende. Tom muss los, vielen Dank, dass du dabei warst. Also das zur Beantwortung dieser Frage. Wenn es jetzt noch irgendwelche Fragen gibt, dann die einfach noch schnell in den Chat schreiben. Ich warte noch ein paar Sekunden, um einfach schon mal die nächste Show anzukündigen. Nächsten Samstag um 9 Uhr wieder Facebook-Live-Show hier auf meinem Facebook-Kanal. Ja, dann mit einem spannenden Thema wieder, das ich noch nicht verrate, das kommt dann im Laufe der Woche, poste ich das dann auf Facebook, das erstens. Und zweitens natürlich auch, vielleicht findet sich jemand, der auf den heißen Stuhl will, der mir sein größtes Selbstmanagement-Problem verraten will und dem ich hier live in der Show dabei helfen kann. Der muss jetzt nicht direkt neben mir stehen oder kann sich gerne via Skype einwählen, dann können wir skypen hier nebeneinander. Oder er schreibt einfach in den Kommentaren, was er dazu hält, dann ist das auch sehr, sehr spannend. Also wer das will, der kann sich gerne bei mir melden, an office@thomas-mangold.com schreiben. Dann werden wir uns da zusammen plaudern. Ja, da keine Fragen mehr kommen. Vielen Dank, Andreas, dass dir die Show gefällt. Freut mich. Ja, wenn ihr Feedback zur Show habt, dann die einfach auch hier hinterlassen in den Kommentaren. Dann freue ich mich natürlich auch sehr darüber. Dann will ich es jetzt nicht länger in die Länge ziehen, bedanke mich fürs Zusehen bei allen auf Facebook und YouTube, fürs Zuhören bei allen, die da auf meinem Podcast oder in meinem Podcast dabei sind. Hoffe, das Format hat dir gefallen und freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche wieder hier sehen. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag. Ciao!